Wir rechnen jetzt heute hier Umkehraufgaben plus und minus, ne? Also wenn man eine Umkehraufgabe hat mit Minus, muss man plus rechnen, auf das Ergebnis zu kommen und andersrum genau das Gleiche. So, Pippi zeigt jetzt, wie das geht. Also wir haben jetzt 257 plus 486 und wir müssen erstmal schauen, ob das Ergebnis richtig ist. Schau mal. Da hat er mal die Einsen vergessen. Dann schreibst du es nochmal hin. Das haben wir eben schon gemacht. Ein Kästchen hier freilassen. Ein Kästchen freilassen. 2, 5, 5, 7. 7 plus Toll. 4, 8, Schöne Zahlen. 6. Ein Strich drunter. Da machen wir immer einen Strich drunter, damit das eben auch vernünftig aussieht. Coole Auflösung mit dem Handy. Ja, ist das auch eine gute Auflösung. So, okay. Und jetzt rechnen wir erstmal plus. 7 plus 6 sind 13. Da eine 3, da eine 1. 8 plus 1 sind 9. Und 9 plus 5 sind 14. Da eine 4. Und da eine 1. 1 plus 4 sind 5 und 5 plus 2 sind 7. Also haben wir schon mal 743. So, wie rechnen wir jetzt die Umkehraufgabe? Wie machen wir das jetzt? Wir Also. schreiben das Ergebnis hin. Okay, 743. Und das dann darunter. Okay, also erstmal 743. 43 minus Jetzt ist Minus rechnen, genau. 486. Machen wir wieder einen Strich drunter. Pi. Super. Und jetzt rechnen wir Minus, weil wir müssen auf dieses Ergebnis kommen. Auf 257. Okay. Na, mal los. Von 6 bis 3 geht nicht, also von 6 bis 13 sind 7. Die 1 dahin. 1 plus 8 sind 9. Von 9 bis 4 geht nicht, also von 9 bis 14 sind es. 5. Die 1 wieder dahin schreiben. Plus 1 sind 5. Von 5 bis 7 sind es 3. Von 5 bis 7 sind es 2. Genau. Und so haben wir das Ergebnis, dass das die 257 sind. Also haben wir richtig gerechnet, die Aufgabe, ne? Das ist die Überprüfungsaufgabe. So kann man das rechnen, ne? Langsam will dieser Bleistift nicht mehr. Den müssen wir nochmal anspitzen. Haben wir noch einen anderen Bleistift hier? Hier ist noch ein anderer. Na, der muss auch angespitzt werden. Die sehen aber alle ein bisschen duftig aus hier. Der ist auch ein bisschen duftig. Müssen wir nochmal anspitzen nachher. Da geht aber noch ein bisschen. So, jetzt kommt die nächste Aufgabe. Da soll man überprüfen. Aufgabe, korrigiere Addition statt Subtraktion. Fehler beim Subtrahieren, tauschen, Überbetrag vergessen, Aufgaben falsch und unterstreichen. So, das machen wir jetzt auch gleich nochmal.